Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom unbekannten Modpack. In der letzten Folge hatten wir ziemlich versucht, hier die Maschinen mit Strom zu versorgen, was auch geklappt hatte. Und ich dachte mir, habt ihr das jetzt gesehen, dann braucht ihr nicht zu sehen, wie ich die anderen Maschinen anschließe. Heißt, ich habe mich hier unten ausgetobt. Der Lava-Fabrikator hat hier auch ein Modul bekommen, dass er mit Strom versorgt wird. Wenn ich den Hebel umlege, habe ich Lava im System. Eine kleine CSU als Backup für mein Logistik-Pipe-System, dass es immer Strom hat. Das wird auch unterstützt, falls mal kein Strom da ist, mit Redstone. Also hier wird immer versucht, 64 Redstone drin zu haben. Und ich habe mal die ganzen Speicher hier hingesetzt. Heißt, die U ist noch nicht so voll wie die RF-Varianten, aber lieber, wir haben jetzt mal um die 40 Millionen EU gespeichert, als auch dummes Antivirenprogramm. Nicht wundern, ich habe noch hinten im Hintergrund ein Antivirenprogramm offen und es wollte eben was von mir. Ist besser als drei CSUs mit insgesamt dann 900.000 EU. Da habe ich hier lieber ein bisschen mehr gespeichert. Und wenn die mal voll sind, wird sich hier noch so eine MFE voll machen. Ich muss das hier nur eben wieder deaktivieren. Von hier hinten kommt Strom durch die zwei Generatoren und den Wasserkraftwerken. Es wird hier mit Immersive Engineering erstmal in RF gewandelt. Hier wieder aufgeteilt. Ich habe es versucht gleichmäßig zu machen, aber es zieht sich eher nach EU, bevor es hier RF auffüllt. Aber ist trotzdem schon relativ viel RF entstanden. Heißt, die haben alle jetzt so ein Modul drinne, dass die Strom bekommen. Jede Maschine habe ich jetzt auch ausgestattet mit den richtigen Modulen. Ach, ein Creeper. Nur das, wie heißt es hier oben? Die Thermalzentrifuge hat das dritthöchste Upgrade gekriegt. Heißt, die müssten die einfach nur hochcraften. Es geht noch eins höher. Aber so viel EU brauchen wir nicht. Und selbst hier hinten der Harvester hat von mir jetzt so ein Strom-Upgrade gekriegt. Und das Schöne ist, wenn er jetzt was harvestet, schiebt er es mir automatisch in die Rohre. Heißt, hier die kleine Montur habe ich auch entfernt. Es macht zwar einen kleinen Umweg, dass es hier hinten lang läuft und erst dahin geht. Aber es sollte kein Problem sein. Ich werde hier demnächst auch noch eine kleine Abzweigung machen, dass der Weg kürzer ist. Und ich habe was vorbereitet, was ich mit euch heute verbauen möchte. Ich habe ja überlegt gehabt, wie ich hier die Item Ducts verkleide. Und da bin ich beim Durchblättern auf die Strukturrohre gestoßen. Die sind ganz leicht herzustellen. Bisschen Kies und Bruchstein kriegt man 8 raus. Und die kann man mit eigentlich jedem Material verbinden. Und dann haben wir hier so Fassaden. Und die herzustellen
8000 RF, das ist eigentlich ein Witz. Und da hatte ich mir auch noch überlegt gehabt, wie ich am besten das dann hier rausziehe in die Kiste. Und habe ich hier ganz viele von den Basiscuttern gemacht. Da habe ich jetzt bestimmt eine halbe Stunde unten gestanden, das gemacht. Und wundere mich jetzt, warum der Server abschmiert, wenn ich die Aufnahme wieder starten will. Jetzt müssen wir nur noch ganz viele von den Hölzernen machen, heißt irgendwelche Bretter, zwei Stück Bretter und Glas. Sollte ein Stück reichen. Da seht ihr, ich habe ja noch ganz viele von den Pulsierenden übrig. Alles Mögliche, was mir die Mobs entgegengeschmissen haben, die mir nicht aus dem Weg gehen wollten. Ich denke mal, so ein Stack sollte eigentlich davon reichen. Und jetzt gehen wir hin, reißen hier die ganzen Item Ducts wieder raus. Sagen, er darf es hier rausziehen. Hier passt es ja. Und dann kommt oben. Ach, was ist denn jetzt schon wieder los? Gut, ist das Antivirenprogramm mal fertig. Kommt hier überall so ein Basisgatter drauf. Dem sagen wir Items Inventar. Dann darf er einen Energiepulsar machen. Geht es auch andersrum? Vielleicht komme ich da schneller ran. Und wenn das getan ist, kann ich dann hingehen und die hier befestigen. Und da ist es versteckt. So, gucken wir mal in Items im Inventar. Energiepulsar. Ist zwar ein bisschen nervig, jetzt da durchzuklicken und es für jedes Rohr hier einzustellen, aber wenn wir es getan haben, ist es getan. Klar, man sieht jetzt hier so ein paar kleine Kanten, aber es ist besser, als es so offen zu lassen. Zwei. Hier vorne hin zeigen. Gucke ich mal eben, was man jetzt schon wieder will. So, Quissel, wenn du irgendwann mal wieder die Folgen guckst, da habe ich dir eben geantwortet, was Fame bedeutet. Mal geht's andersrum schneller. Ja, andersrum geht's definitiv schneller.
Kann man das hier auch wieder zumachen? Hier habe ich ja noch nichts weitergebaut. Können wir ja mal testhalber. Was bestellen wir denn? So ein Radio? Können wir davon noch eine herstellen? Requested, gut. Jetzt gucken wir eben mal. Müsste hier hinten eigentlich demnächst was hochgehen? Oder hat er den schon gebaut? Den Tisch hier hatte ich auch noch gebaut, um einsehen zu können, welcher Auftrag gerade am Machen ist. Heißt eigentlich, müsste der dann jetzt anzeigen, ja. Die müsste er eigentlich am Bauen sein. Achso, er ist gerade hier machen. Ja, und hier hatte ich ihn ja blockiert. Dass er mir mein Eisen nicht verbrät. Die Maschinen springen jetzt an. Da sind die Item Eisenhüllen, alles klar, funktioniert. Da haben wir noch so einen. Und kann ich noch so eine Pellet machen? Plutonium. Müssen wir eben wieder die Schutzmontur anziehen. Weil ich habe vorhin mal alles, was der Reaktor gebracht hat, über die Nacht habe ich mal klein gemahlen, heißt alle aufgebrauchten Brennstäbe, mein ganzes Uranerz habe ich mal hier hochmachen lassen, da sind wieder mehr 38er Uran übrig als 235er. Das müssen die vielleicht noch irgendwie mal beheben oder kann man aus den Uran 238 was machen? Angereicherter Reaktorendynamo. Wir können daraus einen Uranblock machen. Mutagen. Kann man aus dem Uranblock irgendwas zaubern? Schüsseln, okay. Nö, nichts Sinnvolles, okay. Gucken wir nochmal, Pellet. 2 Stück. Sonst haben wir ja nichts mehr an Uran. Ja, okay, wir haben hier noch relativ viel Uran gelagert. Wenn die 2 Pellets gleich kommen, können wir den Energiegewinn aus dem Gerät hier wieder verdoppeln und dann nochmal verdoppeln, also in, bis jetzt vervierfachen. Ich kann ja nicht fliegen, wenn ich die Gummirüstung anhab.
Kompressoren. Ja, die Maschinen habe ich auch noch nicht so weit angeschlossen. Aber da sind ja schon die Pellets da. Weißt du, wenn ich mal hier kurz das Kabel cutte und nicht unbedingt den Stein hier kaputt mache, sehe mir, das fühlt sich schon gut. Jetzt fühlt es sich noch ein Ticken schneller und jetzt noch schneller. Heißt 1, 2, 4, 8 EUB ist jetzt. Und der hier hinten arbeitet auch schön weiter. Mach, wenn er gleich so weit ist, dann kann ich die noch in der Folge verarbeiten. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein Pallet hin. Bei 10.000 springen die hier um, werden rausgepumpt und durch neue ersetzt. So ein kleiner Schlagabtausch hier. Witziger ist hier gerade, dass es bei 130 EU bleibt, weil immer eine ausgeht und eine neue reinkommt. Und wenn die jetzt rauskommt, neue reinkommt, müsste es wieder bei 135 sein, ja. Dann haben wir jetzt auch wieder 13 Zellen, um die klein zu arbeiten. Abfüllmaschine müsste ich uns noch bauen. Die Kompressoren einstellen. Ja, ich bin gerade so ein bisschen einfallslos, was ich noch machen könnte. Oder wir beschäftigen uns mit einem Mod, der eigentlich gar nicht zu dem Pack dazugehört. Es ruckelt. Wegen den ganzen Tanks. Digital Miner. Wir könnten uns den bauen, da haben wir aber eh keinen Strom, um den richtig verwenden zu können. Oder ich mache hier auch mal ein bisschen Magie. Vom Questbuch her ist es ja das gleiche, was wir in Divine Journey machen. Bin ich blind oder sehe ich mein Questbuch nicht? Hier habe ich es nicht. Habe ich mein Questbuch verschlemmt? Das wäre ja nicht so schön. Questbuch, ein Buch und ein Faden. Buch. Faden.
Das ist fast fertig. Die hier müsste ich noch runterbringen. Euch kann ich mal wieder runterschicken. Die Kohle habe ich mir genommen, um hier mal ein bisschen noch zusätzlich Strom herzustellen. Wir könnten auch rein theoretisch irgendwann versuchen, Richtung Backreaktor zu gehen. Im E-System ist eh noch in weiter Ferne. Okay, warum hat er das hier nicht gezählt? Geht doch. Was hat er noch nicht gezählt? Leadstone Energiezelle. Ach, weil er die erste hier nicht gecheckt hat, dass ich sie hab. Aber ist ja nicht so schlimm. Mass Civicio Block. Civicio. Was können wir daraus machen? Das ist halt das Problem, wenn ich ein Questbuch und ein paar Mods aus dem anderen Pack ziehe und hier nicht die ganzen, wie nenne ich sie, Skripts mitnehme, um die neuen Rezepte zu haben. Aber da kann ich ja mal bis zur nächsten Folge gucken, ob wir das hier vielleicht freischalten können. Und machen wir uns den Spaß und questen uns hier mal durch. Die meisten Steine habe ich ja schon. Ja, dann werde ich mal hier die... Ach, der hat das schon fertig, okay. Ja gut, ein Pellet mache ich noch mit euch. Dichte Eisenplatten, okay. Naja, dann war es das für die heutige Folge. Ich guck, dass ich die Skripts reingeladen kriege, dass mir doch ein bisschen weitermachen können, was manche Sachen angeht von Custom Things. War es schon spaßig, wenn ich zeig's euch mal. Manche Sachen hier um ein, zwei Tiers erweitert werden. Zum Beispiel so ein Kompressed-Kapazitor ist wieder aus dem Oktadischen wieder höher. Ja, wir werden es mal in der nächsten Folge gucken. Kriege ich die Spinne so kaputt? Ja, kriege ich aber viel kaputt gemacht. Okay, auf Wiedersehen.